Ist halt die Frage, ob das. Na, das muss nicht alles jetzt mit dem Stein hier sein. Eigentlich gar nicht. Ich mach das mal so. Vor allem haben wir da auch gleich keinen mehr von. Es wird schon wieder Nacht. Aber zumindest der Aufgang gefällt mir schon mal. Das ist schon mal okay. Lalalala. Das heißt ja auch nicht, dass wir das jetzt alles komplett fertig machen müssen. Das können wir ja auch später noch machen. Wie es denn gerade so kommt, ne, wenn wir da in verschiedenen Sessionen dann daran arbeiten. Oder halt immer mal wieder, wenn wir neue Ideen haben. So wie es denn dann gerade kommt. So. Und was jetzt kommt, ist der Tag. Hallo Tag. Hallo. Da stirbt jemand. Pam. Noch eben die Erfahrung abgeknibbelt. Jetzt haben wir 3 Level in the Tash bei uns. Wie sieht's denn hier aus? Hier geht es immer dann steil runter. Ich muss auf jeden Fall auch noch einen raus. Nein, so ganz bestimmt nicht. So, ich mach das, ich versuch das mal. Wenn die Richtung ist ja da hinten hin schon mal hinführend. Wenn man das hier vielleicht noch einen dann runter bastelt. Das bringt mich jetzt auf neue Ideen. Was gut und schlecht gleichzeitig ist. Hier kann das ja ruhig noch ein bisschen weggenommen werden. Es kann ja ein bisschen steiniger werden hier oben. Es muss ja nicht so viel Erde sein. Ich hoffe, der Berg sieht hinterher nicht zu deformiert aus. Es muss ja auch nicht, überhaupt nicht symmetrisch sein hier. Das war dann eigentlich schon ganz okay so. Nein. Das kann auch einmal so fertig. Hier können wir dann Erde reinklatschen. Mit Gras drauf. Was wir nicht dabei haben. Aber das können wir uns ja bestimmt holen. Durch anliegende Bewuchse. Wenn das gerade schon mal da ist, dann machen wir es doch gerne. So, hier muss dann natürlich noch ein ganzes Stückchen, oder was heißt ein ganzes Stück, ein kleines Stück raus. Das sind... Soll ich das denn direkt hier schon mal... Man könnte das hier direkt noch ein kleines Stückchen runterführen und dann da unten hin. Dann wäre aber der Pfeiler da irgendwie ein bisschen ungünstig. Wobei, das kann man auch bestimmt machen. Eigentlich wird das hier gerade schon wieder viel zu konstruiert. Da ist viel zu wenig Zufall drin gerade. Muss ich ja mal so sagen. Also, ne, also viel zu wenig Kleinkrimmel-Krempel-Kram, falls es das Wort gibt. Der halt so, ne, wie bei den anderen Häusern da auch, so, dass man halt baut und dann braucht man irgendeinen Kompromiss, damit es irgendwie mit dem anderen Teil dann zusammenpasst. Da müsste ich, also deswegen baue ich meist nicht immer quasi schichtweise von unten nach oben auf, sondern erstmal einen Teil fertig. Und dann kommt der nächste Teil und dann guckt man halt, wie die dann zueinander passen könnten. Oder wie man da so einen Kompromiss finden kann, damit es nach was aussieht. Kann man ja, glaube ich, da hinten bei dem Haus, bei dem neuen Haus ganz gut sehen, dass erst der vordere Teil da fertig war. Dann fügte sich so langsam der Rest da hinten ran. Und wurde damit irgendwie verbunden, sodass es funktioniert hat. Jo, hier auch verbunden. Das sieht bescheuert aus. Warum verbindet der sich da? Ich weiß ja nicht. Ist ein bisschen blöd immer mit dem Licht, dass dann das so leicht fehlerhaft wird. Und irgendwo muss hier eine Höhle sein. Und ich glaube nicht, dass der Schacht da hinten dicht dran genug ist und als Höhle auch so wirklich zählt. Können wir das jetzt hier machen, so? Nee, eigentlich ja nicht. Da fehlt mir jetzt noch der Überstand. Verdammt. Das heißt, wir müssen das hier reinmachen. Hier rüber.
Das müsste jetzt geknickt sein da an der Stelle. Hier auch. Machen wir noch einen daraus. Komm, machen wir einfach mal. Doch, das sieht sehr geknickt aus. Hier haben wir eine Breite von so viel. Das heißt, es müsste dann... es wird nicht die Mitte sein. Wir machen das einfach mal so Pi mal Daumen. Weil ich hätte hier gerne eine richtige Spitze dran. Das wäre auch cooler. Die schönen Treppen fallen weg in die Tiefe. Das reicht hier hoffentlich. So, jetzt zack. Zack. Und ich kreime mich auch gerade wieder an der Shift-Taste fest. Damit es hier kein Unglück gibt. Das war falsch. Ein Unglück. Vielleicht gehen wir erstmal dann nach unten da und gucken erstmal, ob alles richtig ist. Und dann vor allem sammeln wir auch den ganzen Krempel hier wieder ein. Das muss... Kommt das jetzt sogar hin oder was? Das kommt sogar hin. Das war natürlich mit Absicht. Wie unfassbar ist das denn jetzt? Ach, schön ist das. Hier müsste eigentlich auch mit Erde aufgefüllt werden. Ich mache erstmal so. Können wir später dann nochmal schauen. Hier müssen ja noch Gebilde rein, die befeilert werden. Ich habe kein Zeugs mehr. Das finde ich nicht so gut. Das heißt, ich muss mir irgendwann dann hier wieder neue Cobbles einschmelzen, weil wir haben ja jetzt so viele da schon von verbraten gerade. Und von unten schauen muss ich auch. Und hier die Kante muss, glaube ich, noch... Die kommen noch einen dann raus, damit es nicht so ganz so rund aussieht. Das auch eigentlich hier. Ich müsste das eigentlich komplett einfach hier... Das ist auch interessant. Na, ich muss trotzdem einschmelzen. Oder zu Stein formen. Wir brauchen noch einiges oder wir werden noch einiges brauchen. Das. Da verschätze ich mich gerne mal. Was denn so die Mengen an Blöcken angeht hierbei. Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Ne? Ich verschätze mich auch immer, wie oft ich das schon erzählt habe. Und wo haben wir denn noch? Wir haben ja. Genau, die Öfen müssten ja eigentlich durch sein mit dem Zeug, ne? Hallo Zombie, wo bist du denn? Hallo. Schnurr. Ja, wo ist denn noch eine Höhle, wo noch ein... Wobei, der Zombie könnte da drunter tatsächlich sein. Ziegel. Ziegel? Ein Ziegelei. Zack. Aber wie viele Level jetzt wir da plötzlich haben. Aber wie schnell das geht. Ich bin mir noch immer mit dem Fichtenholz noch nicht so ganz sicher hier. Das sieht so dreckig aus. Aber dreckig, das passt ja zu uns eigentlich. Naja, dass ich hier rein ist, war nur das improvisierte Zeug hier. Ich hau da einfach mal eine Runde an Steinblöcken raus. Und die anderen Sachen, wir können uns da auch noch welche aufheben für Blumentöpfe dann. Wäre mal eine Überlegung. Oder wir machen jetzt mal eine ganze Runde von. Und zwar 16 Stück. 16 Stück brauchen wir nicht. No, 16. Ach komm, wir sind ja gerade bei. Wir machen da den Rest auch nochmal eben. Sehr topfig. Gibt es hier einen Eintopf? Da bleibt einer über. Nee, brauche ich eigentlich gerade gar nicht jetzt. Das kommt hier. Ah, der. Super. Wunderbar ist das. Schön, passt ja wunderbar. Als ob so geplant wäre. War es natürlich. Ja, wir haben ja noch ganz viel Zeugs hier. Wir haben auch noch ganz viel Sandstein hier, glatter Sandstein. Da haben wir Stein. Da haben wir sogar noch welche von den Teilen. Nehme ich mal mit. Aber auch. Zack. So, alles, was wir kriegen können. Oder mitnehmen können. Ich hoffe, in den Öfen ist noch genug Kohle. Hier ist noch. Durchaus. Hier ist auch. Aha. Kann man so sagen, ja, durchaus, hier auch. Oh, passt sogar wunderbar. Hier ist nur nichts. Hälfte. Zack.
Zack. 8. Zack. So, das darf jetzt ein bisschen brennen. Ich gehe nochmal nach außen und gucke, wenn ich schon mal da bin. Ich gucke jetzt in jeder Folge. So. Ja, dann können die ganzen Pfeiler ja aus Kürbis machen. Oder wir können auf dem Berg oben einen riesigen Kürbis basteln. Mit Wollblöcken, die so aussehen wie Kürbisse. Also, ne, dass man da die verschiedenen Farben und sowas reinbasteln kann. Das ist, glaube ich, ganz okay, ne? Wenn man da oben noch so ein, das runterführt ein bisschen. Es könnte natürlich noch ein bisschen pompöser sein. Ich denke mal, das reicht so als kleines Vorhaben. Wenn man oben steht, sieht es ja noch größer aus. Und hier die Pfeiler, ich glaube, die müssen tatsächlich noch einen raus oder zumindest... Oder der Rest dahinter einen rein, je nachdem, wie man es denn sehen will. Wobei einen raus eigentlich noch cooler wäre. Naja, es wird schon wieder Nacht. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon gesagt habe. Und das hier muss einfach gerade... Und das müsste eigentlich noch einen raus und dann einfach gerade runtergeführt werden. Dann hätte das ein bisschen hier von, wie bei Herr der Ringe, in der weißen Stadt, dessen Name mir gerade entfallen ist, oder ich verwechsel da immer gerne die Namen. Ich mag die Filme und sowas echt gerne. Jetzt kommt ja auch der kleine Hobbit gerade ins Kino. Wahrscheinlich, wenn die Folge läuft, werde ich den schon gesehen haben. Deswegen, vielleicht war der Film toll. Ne, mal so gesehen. Wahrscheinlich wird er toll. Ich mochte die ersten, oder die Herr der Ringe Teile, doch sehr gerne. Nicht nur wegen der Geschichte an sich, sondern auch die ganze Musik und sowas. Bin ja da doch etwas musikinteressierter auch bei. Auch die ganze Inszenierung einfach von den ganzen Sachen. Das passte einfach so gut zusammen. Und ich sag mal, nachdem man sich die ganzen Making-ofs und sowas angesehen hat, wo man doch merken konnte, dass die da alle sehr viel Mühe sich bei gegeben haben. Sehr viel Kleinkram. Und wie die alle mit der Einstellung dabei waren und sowas. Ich glaube, wenn man sich die... Hallo, es ist doch Nacht. Achso. Dann, sag ich mal, ist der Film noch wertvoller, als er eigentlich selber war. Weil man sehen konnte, dass das alles nicht so nur so ein zusammengewürfeltes Ding und abgedrehtes Ding ist, sondern tatsächlich auch die ganzen Schauspieler, alle Leute hinter den Kulissen vor allem auch mit so viel Energie und Leidenschaft dabei gewesen sind. Da ist schon cool, was Besonderes. Ich meine, klar, ne, wenn die da irgendwie 10 Jahre lang, oder ja, 10 Jahre lang nicht, aber einige Jahre lang zusammengearbeitet haben und teilweise ein ganzes Jahr lang einfach mal zusammengewohnt haben, von außerhalb, aus dem normalen Umfeld einfach mal rausgeworfen, also ne, über ein Jahr lang die Schauspieler, über 3, 4, 5 Jahre lang die ganzen Mitarbeiter oder noch mehr, ich weiß nicht mehr so ganz genau die ganzen Zahlen, aber das ist tatsächlich, glaube ich, ein sehr einschneidendes Erlebnis oder halt ein Teil vom eigenen Leben, was sich da über die Zeit hinwegzieht. Und wenn das dann zu Ende ist, dann ist es irgendwie seltsam. Deswegen war das für die Leute, die da jetzt wieder mit dem kleinen Hobbit gearbeitet haben, zusammengearbeitet haben bei dem Film, ist natürlich auch wieder so ein bisschen altes Stück, was dann zurückgeholt wird. Ich glaube, bei sowas bei zu sein, ist, glaube ich, ist schon, wird eine sehr prägende Erfahrung sein, sag ich mal. Vor allem, weil es ist, glaube ich, auch ein Film, den tatsächlich dann jeder kennt. Ob er ihn gesehen hat oder nicht, aber zumindest den Namen kennt er. So. Du stirbst! Freiwillig. So. Zack, Broad. Kommt weg. So, hier wird alles wieder zugemacht. Ein Schlag fehlte da noch. Wäre ich mal ein bisschen ordentlicher gesprungen, dann hätte ich immer den Sprungbooster damit reingehauen. Und jetzt habe ich hier die Blumenpötte bei mir, obwohl ich die gar nicht brauche. Wollte ich eigentlich gerade nochmal fix irgendwo eingetopft haben, aber jetzt habe ich die schon wieder mitgenommen. Ist auch blöd. So, hier mache ich das so, dass ich erstmal das hier zumache. Und dann hier, dass das so komisch um die Ecke dann tatsächlich geht, gefällt mir noch nicht ganz so gut. Jetzt weiß ich gar nicht alles, was jetzt Treppen waren und was nicht. Das heißt, wir schauen uns das alles mal von außen an.
Na, das reicht eigentlich, wenn ich das... Doch, ich mach's mal so. Ein bisschen Gerüstbau. Hallo Gerüst. Zwar möchte ich einfach nur die ganzen Treppen hier gesäubert haben. Z ist die Treppe. Das war falsch. Und zwar, das kann ja ruhig so sein, aber hier in der Mitte kommt dann nochmal das alles ein nach draußen. So, ich habe keine Erde. Muss dann wieder welche aus dem Inventar rausfriemeln. Das ist ein Creeper. Was macht er da denn? Der olle Schuft. Hangeln sich einfach am Berg entlang. Vielleicht ist das ein Gelände-Creeper. Ah, ist er weiter unten. Doch nicht sehr geländig. So, hier auch da und da auch und da auch. Um es nur mal zusammengefasst zu haben, da kommt es da, so. Nee, das ist ja falsch. Oder ist das richtig falsch? Das ist... Das ist ein bisschen blöd, dass das nicht die Mitte ist. Ach komm, wir machen einfach die Mitte draus. Klar machen wir das. So. Aber wie schön das aussieht, wenn das hier so durch die Gegend schwebt. So. So, und dann müssen wir hier noch einen nach außen gehen. Das ist ja alles kein Problem. Verlieren wir nur die ganzen Treppen hier. Ich muss da gleich mal hinterher springen, bevor die spawnen. Das heißt, hier ist tatsächlich... da. So. Hat sich doch gelohnt, das halt da hochzubauen. Haben wir einen Fehler behoben. So, und jetzt hier aber... Können wir hier in der Mitte dann einen Platz haben und hier können wir dann wieder einen Weg runterführen. Stichwort runter, ich sammle mal das Zeug hier ein. Dafür packen wir uns am besten auf die Nase. Da ist der Creeper. Ich hätte dem ja jetzt... Ach, puh, das war aber knapp. Wäre ich dem wahrscheinlich noch vor die Nase gefallen. Und dann hätte der aber dem Berg noch ein Loch reingezimmert hier. Das wäre auch nicht gut gewesen. Der hat doch schon so viele. Wir können jetzt eine Abkürzung nehmen, ne? Hier durch einfach. Wir haben ja diesen schönen, wunderbaren, nicht fertigen Weg. Verdammt. Warum ist das nicht fertig? Warum haben wir... Hallo? Das ist blöd. Und warum liegt da Fleisch rum? Ja gut, die Treppen machen wir dann ein andern Mal. Oder je nachdem, wie oft wir dann runterfallen. Ich gehe einfach mal hier hoch. So.